Und damit willkommen zu einem weiteren Part, Pikmin 3, mit mir, dem Terminus. In der letzten Folge haben wir echt viel geschafft, beziehungsweise viele Früchte auf dem Weg mitgenommen, da war ganz gut. Und in dieser Folge werden wir möglicherweise den Boss machen, ich bin mir nicht sicher, den wir da gefunden haben, der gleich mal ein paar Pikmin zermatscht hat. Wir werden sehen, Gespräch. Das Gummientchen noch immer. Was ist das für ein Signal? Könnte es unser Freund von Hokutate sein? Es würde mich überraschen, wenn seine Ausrüstung Signale senden würde. Es würde mich nicht überraschen. Mich auch nicht. Oh, ich weiß sogar... Da komme ich erst hin, wenn ich... Ah, ich kann gerade auf die Karte sehen, während das läuft. Darum... Könnt ihr nicht, das ist ein bisschen doof. Aber egal. Ja. Das muss Captain Olimar sein. Wir sollten eine Wir sollen dem Signal folgen. Habe ich vor... Kann ich aber nicht. Tatsächlich. Ich würde es auch begrüßen, wenn ich jetzt keine Früchte sammeln würde. Ich werde keine Früchte sammeln. Und ihr werdet sehen, warum. Vielleicht. Nicht in der Folge. Nicht in der nächsten. Aber irgendwann. Erstmal die Pikmin hier sammeln. Mir ist auch aufgefallen, wir haben 105 rote Pikmin, glaube ich, gerade. Und nicht mal die Hälfte an gelben. Jo. Ja, jetzt haben wir natürlich mehr als 105. Ich will nur rote mitnehmen. Ja, komm, 55. Soll das kleine Armee mal reichen, um den Boss zu machen. Und jetzt Karte aktivieren. Wir würden so laufen. Ich will halt gucken, ob irgendwie Gegner hier unterwegs sind, weil es ist jetzt... Komm schon. Ja. Hier komme ich durch. Hier ist auch nichts. Das sieht ja fast angenehm aus. Dann kann ich hier rum. Und direkt zum Boss. Mir fällt nur gerade auf. Pass auf. So. Mir ist nämlich gerade was aufgefallen. Du gehst dahin. Dann nimmst du dir auch 25. Das mache ich in weiser Voraussicht, weil ich weiß, was der Boss macht. Und dich schicke ich. Muss ich jetzt gucken, ob hier Gegner gespawnt sind. Hier sind natürlich die Frösche. Ich brauche Bomben. Leck mich am Arsch, wo kriege ich Bomben her? Ja, ist jetzt doof. Habe ich hier schon drin gebuddelt? Shit. Das habe ich jetzt absolut nicht auf dem Schirm gehabt. Scheiße, Hendrik! Nein, das ist jetzt nicht gut, Mama. Das habe ich vergessen. Dollarkot. Was sagst du mir denn? Das soll, glaube ich, tatsächlich Olimar und Louis resemblen. Wirft einen anderen in den Nähe, dann kann ich sofort hier rausziehen. Ja, was mich übrigens ziemlich stört. Das ist eine Eigenschaft von denen hier, die ich nicht mag. Hol ich mir ein paar neue gelbe. Kann man immer gebrauchen. Das Blöde ist das Gebiet, wo das Signal herkommt von Olimar. Beziehungsweise sie sagen, ja, es ist von Olimar höchstwahrscheinlich. Mehr Aufgaben zu bewältigen. Ja, habe ich gerade vor. Wobei ich mich jetzt auf Captain Fettfresse konzentrieren muss. Was so viel heißt wie Bullet! Ich brauche Bomben, um das aufzumachen. Ich hoffe, wenn ich jetzt 3 bekomme, dass es reicht. Kommen hier überhaupt Bomben raus oder ist hier was anderes drin? Oder gar nichts? Ach nö. Alles klar. Hier oben war noch was. Pass auf. Ich kann den Boss nicht machen. Ich muss das Ding aufsprengen. Von dem her kann ich nur nach Bomben buddeln und hoffen, dass ich welche finde. Du gehst mal hier hin.
Die Bomben sind unglaublich wichtig, glaub mir. Komm mit Alpha, mach ich jetzt den hier. Wenn du selber läufst, kannst du auch eng um Kurven gehen. Das machen die nicht, die gehen einen vorgeschriebenen Weg oft. Du bist schneller, wenn du selber läufst. Das ist ein Fakt. Und das ist auch okay so. Ja, ihr geht buddeln. Wie bei dir. Ihr wurde noch. Bei euch ist noch nichts rausgekommen. Bomben! Alles klar. Mann, das ist nur zwei. Na, das ist schlecht. Das ist wahrscheinlich auf jeden Fall zu wenig. Naja, dann können wir es schon mal anschwächen. Hurra. Und du hast Bomben. Hallo. Aber auch nur zwei. Ich hoffe wirklich, das reicht. Da musst du jetzt auch hier. Nein, du gehst unten lang, bitte. Ich will nicht von den Fröschen geärgert werden. Tatsächlich. Toll, ihr müsst zweimal laufen. Nee, die. Nee, um die Früchte kümmere ich mich nicht. Das passiert nur wieder. Das ist nur wieder Bullshit. Aber wenigstens werdet ihr wahrscheinlich jetzt mit der Brücke fertig. Bumm. Ich finde es auch interessant, dass die Pikmin verschiedene Stimmen haben. Drei dürften reichen anscheinend, wie es aussieht. Da drin sehe ich sogar schon was, aber... ja, nicht genau. So, die Brücke ist gleich fertig, das ist ganz cool. Ah, ich liebe Blütenpikmin, die einfach so schnell sind wie du, das ist... wunderschön ist das. So, ich wollte eigentlich schon lange mit dem Boss anfangen. Go! Es ist offen! Ich frage mich, ob das hier nur eine Bombe braucht. Ich mach's einfach mal auf. Weil, warum nicht? Seid ihr 25? Nice. Dann gehst du jetzt dahin. Du gehst da rein. Hallo? Oh, hier brauche ich auch auf jeden Fall rote. Kommt der Boss hier rüber? Was da hinten? Meldeankunft. Das ist gut und schön. Oh, ich hätte hier sogar... alle Pikmin können Objekte austragen. Das ist sogar ein nützlicher Hinweis, weil in den vorherigen Spielen ging das nicht. Ich hätte hier sogar ohne Ding hin können. Und da ist eine Frucht. Eine Zitrone, sehe ich gerade auf dem Touchscreen. Ja, hier kommt Bossmusik. Aber anscheinend muss ich den von der anderen Seite triggern. Reicht hier eine Bombe? Wäre interessant. Nein, tut es nicht. Alles klar. Dann gehen wir mit dir mal hier rein. Und halten uns schön am Rand. Ah, jetzt bist du da drüben. Pass auf. Dann weichen wir mit dir hierhin zurück. Und können hier kämpfen. Rotes Gelee, was macht das? Nee, nee, mein Freund. Nicht erwischen lassen, Freunde. Nochmal ein Stampfi. Schüttelst du die gleich ab? Perfekt! Dann können die ja jetzt hochklettern. Ein paar fallen runter. Und so mal jetzt die Beinchen erstmal. Mach einen Stampfi mit dem Bein, bitte. Ein paar fallen runter. Ist auch okay. Ich hätte die auch gern alle noch auf meiner Seite. Alles klar, er geht rüber. Das heißt, ich verstecke mich jetzt hier wieder am Tor. Schicke hier mal ein paar gelbe Pikmin zurück. Weil wenn ich den Boss zurückbringe, gibt das natürlich mehr. Wobei, da muss ich die roten abfangen, weil ich will nicht noch mehr rote züchten. Falsche Richtung. Weil davon habe ich genug.
Sie sind hier, habe ich gehört. Ist das das Bein, das schon fast ein Viertel Schaden hat, oder? Wie darf ich das sehen? Angriff! Na, ja, fallen leider immer welche Runde. Alles klar. Greifst an? Hallo. Ja, das hat, das schüttelt ziemlich viel ab. Au! Das ist nicht gut. Ich muss nämlich die Pikmin aufsammeln. Bestenfalls, dass er mich gleich nicht zermatscht. Klettert, meine kleinen Kompadros. Das ist der Boss, der schon so viel Schaden hat. Und jetzt wechsle ich wieder zu Alf. Jo. Gehen wir wieder hier ans Tor, da sind wir safe. Und Rot ist wichtig auf jeden Fall auf der Seite, weil halt das Feuer sonst sehr stören würde. Wenn die Beine kaputt sind, die Beinherrchen, dann greifen die halt direkt den Boss an. Und das ist natürlich, was man will. Und ich lasse ihn noch einmal stampfen hier. Perfekt, Angriff. Guck mal, das sind schon weniger runtergefallen. Allerdings stehen da gerade wieder ein paar rauf, was mir nicht unbedingt gefällt. Gehst du schon wieder zurück? Ich wollte gerade sagen. Fuck! Ich glaube, es hat einen erwischt. Aber nur einen. Und jetzt hat es mich erwischt. Wobei, es hat mich immer nicht getroffen. Ah, shit, ich kämpfe gerade nicht allzu gut. Auf der Karte sehe ich keine anderen Pikmin hier. Also habe ich echt schon 6 verloren auf Alfs Seite. Okay, das ist kaputt. Auf, auf. Oh, die müssen da jetzt durchlaufen, das ist gefährlich. Aber kein Problem. Hoch. Und wehtun. Ich weiß nicht, was das rote Gelee macht. Habe ich ehrlich keinen Plan. Gehst du wieder rüber? Dann schüttel die mal ab, bevor du rüber gehst, genau. Auf, 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 auf. Flüchtet. Hier habe ich noch 19, hier dürfte ich aber 25 haben. Nicht abhauen. So, jetzt kurz aufpassen. Ich glaube, ich habe ein Bein. Doch, ich habe schon alle geklärt anscheinend. Wir lassen ihn noch einmal hier stampfen. Alles klar, go. Es fällt so viel Kampfkraft einfach ab. Das ist traurig und nervig. Zurückkommen. Er ist gefährlich auf dem Ding. Weil unter ihm ist es meist noch gefährlicher. Na, es ist auch wieder verreckt. Und er ist halb tot. Oder knapp. Und er ist reingerannt. Auch cool. Oh. Die sind aber gerade weit verteilt. Nicht sicher, ob mir das gefällt. Gehst du wieder zurück? Ich habe alle auf der Seite. Jaho! Ich habe aber schon gut Schaden gemacht. Wenn ich es jetzt an dem Tag nicht schaffe, ist das voll okay. Dann weiß ich aber, dass ich mit mindestens 30 Pikmin auf jeder Seite wiederkomme. Lass mal sehen, was machst du Schönes? Pass mal auf! Ich kann die ja schon mal hochklettern lassen, während der hier nichts Besseres zu tun hat. Allerdings will ich die nicht auf die andere Seite fallen lassen, also... Dir geht's gut oder dem Fuß? Alles klar. Fuck! Den hast du erwischt. Das hast du gemacht. Hoch! Die letzten paar. Ist okay. Ich dürfte den besiegt haben. Jo! Det ist der. Der ist det. Ich hab grad das rote. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. 2 liegen noch da oben drauf. Die Kiwi lasse ich hier liegen. Es ist mir tatsächlich nicht unwichtig, die hier liegen zu lassen. Dann kannst du zurück nach Hause.
Das war anscheinend überhaupt nicht das, was ich hätte machen sollen. Ich muss noch den Pikmin mitnehmen. Den kleinen Fratz. Kleiner Fratz, wo bist du? Da kommt die Nachricht lesen. Warum nicht? Das sagt mir jetzt, ich muss darauf klettern, oder? Kreist du die Gelenke an, fallen die Haare aus und der Haarriss ist schutzlos. Voll fies, ich hab den jedem. Ich hab dem jedes Haar einzeln rausgerissen an den Beinen. Pikmin sind Arschlöcher. Warte, wie sieht das hier aus? Komm ich da hoch? Ne, ich muss, glaube ich, hier weiter. Das mache ich dann am nächsten Tag schon mal. Viel gezüchtet habe ich heute nicht. Viele neue Pikmin kamen nicht dazu. Aber ich habe die eine Brücke fertig. Das ist ja schon mal was. Die Kiwis kann ich also jetzt immer holen, wenn ich sie brauche. Aber ich habe gerade so viel im Schiff auf Vorrat. Und mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil das wäre wahrscheinlich Spoilerei. Was ich mich gerade frage, was ist das eigentlich? Bin ich hier schon mal durchgegangen? Ah, hier kam ich her. Oh, hier ist auch noch eine Frucht. Schau an. Es ist gut, wenn ich ein paar in der Hinterhand habe, tatsächlich. Das ist nicht unwichtig. Ihr habt alle noch keine Blüten. Schade ist das. Und du? Pass mal auf, ich will gerade was machen. Schaffe ich das noch? Wahrscheinlich nicht, ist spät. Na komm, Vollgas. 50. Ein paar müssen schon. Und mit 50 mache ich tatsächlich 50, also kommt mit. Lol, der von denen hat... Oh Gott. Daran merkst du, dass ich die nicht gut trainiert habe. Meine kleinen Pikmin-Mann. Die haben noch Blätter, das ist ja traurig. Genau das will ich mir holen. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ist das jetzt echt? Go! Ist das irgendwie im Bereich des Möglichen, dass das geschafft wird? Ich glaube nicht. Sehr schade. Sehr schade. Das wäre nochmal ein kleiner Boost gewesen. Bleibt das liegen? Da oben steht einer, ich glaub's nicht. Den habe ich gerade noch retten können. Alter, diese Pikmin sind sowieso suizidgefährdet. So krass gefährlich. Okay, ich habe den Boss besiegt, aber es hat mir nicht viel geholfen. Das hat mir nur eine Frucht gebracht. Nee. 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 Gefällt mir nicht. Ist jetzt so gelaufen. Was soll man machen? Da muss ich mir überlegen, ob ich echt da am nächsten Tag durchgehe mit ein paar Rotters, Pikemoners. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Jetzt erstmal Abschluss. Ja, absichtlich keine Früchte, wohlgemerkt. Dann lassen wir es uns mal schmecken. Ja, lecker. Das war gut. Ja, die reichen noch eine Weile. Ja, ja. So. Verloren haben wir ein paar Rote. Durchaus. 11 Stück wurden zermatscht. Aber das ist okay. Das ist durchaus okay. Ist es nicht. Am 12. Tag unserer Mission haben wir bereits 20 Früchte gefunden. Es gibt auf diesem Planeten so viele verschiedene Früchte. Und eigentlich schmecken sie alle ausgezeichnet. Manche sind ein wenig sauer oder bitter. Aber alle haben sie einen Geschmack, wie man ihn nur auf... Wie man ihn auf Koppai bisher nicht kennt. Die Früchte ziehen uns immer mehr in ihren Bann. Alles klar. Hoppala, jetzt habe ich es weggeklickt. Egal. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann macht bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren und wir sind beim nächsten Mal wieder bei Pikmin 3. Tschüss. Früchte geil.